Das war der Beginn, nennen wir es, ihrer Reise. Sarah Madini, mittlerweile 23 Jahre alt, ist in Damaskus, Syrien, geboren und aufgewachsen. Im August 2015 floh sie mit ihrer Schwester Yusra vor den bewaffneten Konflikten und Bomben und unternahm auf der Suche nach Sicherheit den Versuch, von der Türkei nach Griechenland zu gelangen. Nachdem der schwache Motor ihres Bootes ausfiel, retteten Sarah und ihre jüngere Schwester Yusra das Leben von 20 Menschen, indem sie ins Mittelmeer sprangen und 3,5 Stunden lang im offenen Wasser schwammen, um das Kentern ihres Bootes zu verhindern. Ein Jahr später wurden Yusras Mut und Entschlossenheit vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannt und zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro als Mitglied des ersten Flüchtlings-Olympiateams überhaupt eingeladen. Sarah hingegen entschloss sich im selben Jahr nach dem Besuch ihrer Schwester in Rio als freiwillige Rettungsschwimmerin und Übersetzerin bei einer griechischen Hilfsorganisation auf die Insel Lesbos zurückzukehren. Sie wollte weiterhin auf Lesbos auch 2018 helfen, um ihr Volk zu unterstützen und sicherzustellen, dass auf dieser gefährlichen Reise keine Menschenleben mehr verloren gehen. Sarah und Yusra wurden weltweit für ihre humanitäre Arbeit ausgezeichnet. Sarah wurde von zahlreichen Nachrichtenagenturen interviewt, wurde eingeladen vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, der Harvard University, dem Europäischen Parlament und vor zahlreichen Zuhörern in Deutschland, Frankreich, Belgien, der Tschechischen Republik und Bulgarien zu sprechen und erhielt zusammen mit ihrer Schwester Yusra den Bambi Award in der Kategorie Stille Heldinnen. Heute ist Sarah Studentin am Bard College Berlin, wo sie Wirtschaft, Politik und Soziales studiert. Ihr Traum ist es, eine eigene Nichtregierungsorganisation zu gründen, um die einfachen Menschen zu inspirieren, etwas zu bewegen.